Moin Moin Leute, heute ein weiteres Tutorial zu einem Problem, was die meisten User wahrscheinlich haben werden, dass ihr Browser irgendwann zu langsam wird oder langsamer wird, als er eigentlich mal war. Dafür gibt es ein Programm, was dieses Problem lösen wird, beziehungsweise wir hoffen einfach mal, dass es dieses Problem dann lösen wird. Als erstes müssen wir natürlich den Browser erstmal aufmachen, um dieses Programm runterzuladen. Das Programm nennt sich CCleaner. Zack, da haben wir es auch schon. Googeln wir einfach kurz danach. Ich würde euch empfehlen, auf die Website www.piriform.com zu gehen. Das ist nämlich die offizielle Herstellerseite von CCleaner. So, dann gehen wir hier auf Download und nehmen die Free Version. Hier unten habt ihr dann zwei Links. Ich würde den von Piriform empfehlen, weil es halt wirklich der Hersteller ist und nicht irgendeinen externen Hoster, der dieses Programm anbietet. Dann warten wir kurz und dann sehen wir hier schon, dass wir die Datei runterladen können. Das machen wir jetzt einfach mal. Und machen oder führen das Programm durch einen Doppelklick aus. So, wir möchten es in Deutsch installieren. Das könnt ihr natürlich selber definieren. Dann klicken wir auf Weiter. Allgemeine Geschäftsbedingungen, bla bla bla. Annehmen. So, hier könnt ihr schon mal die ersten Sachen einstellen. Verknüpfung auf dem Desktop, im Startmenü, ob CCleaner im Papierkorb, Kontextmenü hinzugefügt werden soll und so weiter und so fort. Ich werde jetzt mal die automatischen Updates rausnehmen. Die würde ich euch aber empfehlen, drin zu lassen. So, installieren. So, ich möchte die Release-Information nicht ansehen und ich möchte aber, dass CCleaner jetzt ausgeführt wird. So, dann fragt er euch, ob er intelligent nach nicht zu löschenden Cookies scannen soll. Das heißt also, wenn ihr beispielsweise auf googlemail.com geht und euch nicht mehr anmelden müsst, weil ein Account dauerhaft hinterlegt ist, dann macht es durchaus Sinn, auf Yes zu drücken. Wenn ihr aber sagt, das ist mir jetzt egal, ich gebe einfach mal meine Login-Daten nochmal neu ein, dann erstmal auf No. So, hier haben wir das Programm erstmal an sich und hier sehen wir gleich, dass man für den Internet Explorer die temporären Dateien, den Verlauf, die Cookies, die Adresshistorie und so weiter und so fort hier löschen kann, den Papierkorb leeren und die temporären Dateien. Jetzt fragen sich wahrscheinlich die meisten, wie kann ich dann die temporären Dateien von meinem Mozilla Firefox Browser löschen oder wie kann ich die temporären Internetdateien vom Google Chrome löschen? Wie kann ich die temporären Dateien von Opera und Safari löschen? Das funktioniert ganz einfach, indem wir einfach auf Anwendungen hier drüben gehen. Hier haben wir dann den Firefox und Google Chrome. Warum Opera und Safari nicht hinzugefügt wurden, kann ich nicht beantworten, aber es ist so. Die Sachen, die ausgegraut sind, die können wir natürlich auswählen, dafür müssen wir keine Einstellungen machen, das funktioniert einfach so. Ich lasse das jetzt aber erstmal so. Ich werde jetzt einfach mal kurz hier den Firefox rausnehmen, weil es mein Standardbrowser ist, um einfach mal zu verdeutlichen, was das ausmacht. Analysiere ich, also man analysiert immer als erstes. Dann sehen wir hier schon mal, dass der Internet Explorer hier 14 MB temporäre Internetdateien hat. Das sind 559 Dateien, die gefunden wurden. Wenn ich jetzt aber mal sage, ich mache jetzt hier mal den Firefox dazu und nochmal analysiere. So, ja, wir müssen Firefox schließen. Yes. Da sind wir bei 899 MB. Das heißt also, man sieht, dass der Standardbrowser von einem relativ viel ausmacht. Das heißt, also würde ich jetzt hier den Internet-Cache mal löschen, würde mein Browser um einiges schneller laufen. Ich mache das jetzt mal nicht, weil viele Login-Daten hinterlegt sind. So, dann analysiert man nochmal. Zack, hat wieder seine Daten. Und dann klickt man hier unten rechts auf Startet CCleaner. Dann fragt er ein, die gefundenen Dateien werden permanent von Ihrem PC gelöscht. Fortfahren. Okay. Dann wartet man einen Moment, dann läuft er relativ fix durch und dann steht hier, dass 143,7 MB entfernt wurden.
Dann analysiere ich nochmal zur Sicherheit. Und dann sieht man hier, der Internet Explorer hat natürlich gleich wieder Daten generiert, die jetzt aber erstmal nicht so wichtig sind. Wir könnten das nochmal drüber laufen lassen. Zack. Und nochmal analysieren. So, und jetzt haben wir 0 Byte, die aktuell vorhanden sind in den Sachen, die wir ausgewählt haben. So, dann hat man hier noch die Möglichkeit, in die Registry reinzugucken, nach Fehlern zu suchen und diese dann zu beheben. Das mache ich jetzt mal nicht. Dann kann man hier nochmal Daten bzw. Programme löschen, nicht Daten, Programme. Man kann in den Autostart reingucken, was man normalerweise nur über MS-Config machen könnte. Man könnte das System wiederherstellen bzw. sich die Systemwiederherstellungspunkte anzeigen lassen. Und hier kann man dann nochmal unter Einstellungen ein paar Einstellungen machen. Sprache und ein paar andere Dinge halt einfach hier Cookies, Benutzer definiert. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Ich glaube, die Funktion, die am sinnvollsten ist, ist definitiv hier der C-Cleaner an sich oder der Cleaner an sich, der halt dann wirklich den Browser bereinigt und dafür Verantwortung trägt, dass der Browser danach definitiv wieder schneller läuft als vorher. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, dann bitte einen Daumen runter und dann konstruktive Kritik, damit ich meine Tutorials weiter verbessern kann. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bei Fragen einfach fragen. Ciao, ciao.